Woran denkt man, wenn man das Wort Drucker hört? Die meisten werden an ein Gerät denken, welches ein Dokument auf Papier druckt. Heutzutage haben die meisten auch einen solchen Drucker zu Hause stehen. Es gibt inzwischen jedoch auch eine andere Art des Druckens. Diese nennt sich 3D-Drucken und wird mit Hilfe eines 3D-Druckers ermöglicht. Beim 3D-Drucken wird nicht einfach nur ein Blatt bedruckt, sondern es werden dreidimensionale Objekte ausgedruckt. Diese bestehen je nach Art des Druckers aus Filmmaterialien wie Plastik, Gummi oder sogar Metall. Beim Druckvorgang wird ein Objekt, welches zuvor in einem 3D-Modellierungsprogramm digital angelegt wurde, Schritt für Schritt von unten nach oben ausgedruckt. Dies funktioniert, indem das Filmmaterial, welches in diesem Ausschnitt Plastik ist, erhitzt wird, bis es flüssig ist und anschließend über einen Druckkopf auf eine Platte aufgetragen wird. Der Drucker druckt das Objekt in vielen winzigen Schichten aus und nachdem der Druckkopf hunderte Schichten aufgetragen hat, wird langsam das Objekt erkennbar. Im Endeffekt ist der 3D-Drucker eine vom Computer gesteuerte Heißklebepistole, die in X, Y und Z-Richtungen bewegt werden kann. Also kurz gesagt werden mit 3D-Druckern digitale Modelle in dreidimensionale Objekte verwandelt. Da vom Drucker hunderte Schichten nacheinander aufgetragen werden müssen, kann ein 3D-Druck sehr lange dauern. Schon für den Druck kleinerer Objekte müssen mehrere Stunden Druckzeit eingeplant werden. Dies variiert jedoch auch nach der Auflösung des Objektes und der verwendeten Füllmenge. Damit auch komplexere Strukturen gedruckt werden können, baut der Drucker automatisch Stützvorrichtungen ein, damit die Objekte nicht abknicken oder einfallen. Im Objektentwurf braucht man also nur das Objekt erstellen und sich keine Sorge um die Stabilität zu machen, da der Drucker die Stützen selbstständig einbaut. Es gibt bereits Baukästen für 3D-Drucker von verschiedenen Anbietern, die wesentlich günstiger sind, da man den Drucker selber zusammenbauen muss. Inzwischen gibt es sogar Anleitungen, wie man sich einen 3D-Drucker mit einem 3D-Drucker selber drucken kann. Das einzige, was man dann noch kaufen muss, sind die technischen Einzelteile, die nur rund 250 Euro kosten. Dies sind sogenannte RipRap 3D-Drucker und die Anleitungen für sie kann man sich einfach herunterladen und anfangen zu basteln. Sehr neu sind 3D-Drucker jedoch nicht. Es gibt sie bereits seit mehr als 20 Jahren, jedoch wurden sie erst vor kurzem für Privatpersonen erschwinglich. Das Filmmaterial, welches man in diesem Ausschnitt sehen kann, ist ein ABS-Kunststoff, welcher in Kabelform auf einer Rolle erhältlich ist. Diese Rollen sind meist nicht sehr teuer und erzeugen nicht zu große Folgekosten. Es fanden sogar bereits einige Veranstaltungen rund um das Thema 3D-Drucker statt. Dort zeigen Firmen und Privatpersonen, was sie alles mit Hilfe ihres 3D-Druckers erschaffen haben. Unter den ausgestellten Stücken befanden sich neben kleineren Figuren auch Modeaccessoires und Beinprothesen. Mit einem 3D-Drucker sind die Möglichkeiten, wie man sieht, fast unbegrenzt. Da die Objekte aus Plastik oder bei teureren Druckern aus Metall gedruckt werden, hat man eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und kreativem Freiraum. Man kann sich also alles drucken, was man in einem 3D-Modellierungsprogramm erstellen kann. Und auch Objekte, die größer sind als der Druckraum, können gedruckt werden, indem zum Beispiel ein Teil, welches eigentlich zu groß für den Drucker wäre, in vielen kleinen Einzelteilen gedruckt wird, die anschließend zusammengesteckt werden können. Für mich ist diese Entwicklung der 3D-Drucker unglaublich faszinierend. Ich finde es total verblüffend, was man alles mit 3D-Druckern drucken kann und hätte am liebsten einen zu Hause stehen. Es ist außerdem sehr spannend zu sehen, was sich andere Leute einfallen lassen, da die Grenzen des Machbaren nur vom 3D-Modellierungsprogramm eingeschränkt werden.